So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht direkt weiter mit dem Abarth. Wir sind mittlerweile einen Schritt weiter. Ganz viele von euch haben natürlich richtig erkannt, wir hätten natürlich diese besagten Lager auch mit einem Werkzeug angebaut, rauspressen können. Bin ich aber absolut kein Fan von, weil, wie gesagt, uns trennen gerade mal ein paar Schrauben und die Achse ist komplett raus. Die ist eh nicht mehr so die schönste. Deswegen haben wir so jetzt einfach Platz und Ruhe. So, jetzt gucke ich mal, du kannst kurz warten. Achse ist raus, jetzt kommen hier die Uniball-Lager rein. Und beim Abbauen ist uns allerdings aufgefallen, weil die Schrauben hier tierisch festgegammelt waren, dass gar nicht unbedingt, glaube ich, das Lager das Problem ist. Also natürlich ist es gut, wenn da kein Spiel mehr drin ist durch das Uniball. Aber dieser Halter, der ist viel zu weich gestaltet. Der ist hier noch nicht mal vollflächig verschweißt, sondern hat einfach nur zwei Schweißpunkte. Und ja, man hat halt beim Öffnen der Schraube gesehen, wie der ganze Halter die ganze Zeit sich so bewegt. Das heißt, egal wie starr wir jetzt diese Achse machen, wenn man doch mal Bilsterberg ein bisschen heftiger über das Körb fährt oder so, bewegt sich schon die ganze Achse da hinten drin. Mhm. Das heißt, hier werden wir jetzt auf jeden Fall einmal strahlen, dass man das vernünftig schweißen kann. Dann auf jeden Fall erstmal diese Überlappung richtig schön verschweißen. Und anschließend, denke ich mal, die Achse arbeitet, ja, vielleicht, ich sag mal, bis hier. Das heißt, der Bereich muss leider offen bleiben. Aber hier drin werden wir auf jeden Fall nochmal ein richtig dickes Blechlein einschweißen. Dass einfach die beiden über ein Blech hier in der Mitte, kleines Knotenblech, nochmal verbunden werden. Ne? Ich denke mal, das gibt sogar im Zweifelsfall mehr Stabilität als die Lager. So, nächster Punkt ist, ihr erinnert euch, wir hatten ja mal hinten diese Sturzplatten reingemacht. Diese Sturzplatten kommen hier zwischen. Das ist unser, in dem Fall unserer, nicht Achsschenkel. Jetzt komme ich auf Wort gerade nicht, wie das Ding eigentlich heißt. Achsschummel. Das ist unser Achsschummel mit ABS-Sensor. Dieser sitzt so an der Achse einfach nur. Zack, der ist da einfach nur mit vier Stehbolzen drin. Und hier zwischen hatten wir diese Sturzplatte gemacht, die dann quasi erzeugt, dass das Ganze so leicht schräg steht. So, dann haben ganz viele gesagt, Sturz an der Hinterachse lieber nicht. Wir haben sie wieder rausgenommen. Und jetzt beim letzten Mal vermessen bei H&R haben Selim und Marcel festgestellt, dass die dem Auto ein bisschen Spur geben würden hinten. Das heißt, jetzt gerade stehen die Räder gerade, sogar ein Tuck weit zusammen hinten. Das stabilisiert zwar schön das Auto, sie wollen aber lieber, dass das Auto mit der Hinterachse mitlenkt. Das heißt, die Spur muss minimal aufgemacht werden, so 5 bis 10 Minuten, dass das Auto deutlich einfacher beim Einlenken mit der Hinterachse quasi mit einlenkt. So, das heißt, Phil fräst uns jetzt gerade Platten, die hier zwischenkommen, wo wir einfach mal, so wie sonst der Sturz so korrigiert würde, korrigieren wir jetzt die Spur, dass das Rad leicht aufgeht. Das sind natürlich wirklich Zehntel Millimeter, die dann hier so zwischenkommen, dass wir hinten die Spuren einstellen können. Krass, dass so wenig dann schon so viel bringt, ne? Ja, 1 Grad, ne? Wenn du überlegst, guck mal, das sind 90 Grad. Mhm. Das heißt, 1 Grad ist ein 90stel davon. Und wir wollen aber nicht 1 Grad, sondern wir wollen 10 Minuten. Das ist ein 1/6 davon nochmal. Das heißt, es ist wirklich minimal. Problem ist natürlich, man kann jetzt natürlich berechnen, wie man will. Zusammenbauen, vermessen, dann siehst du, ob es passt oder nicht. Ne? Ja, ja. Das heißt, das ist jetzt erstmal Versuch. Was ganz cool ist, wir können mit dieser Platte jetzt auch unsere Spur verbreitern. Okay. Das heißt, wir machen nicht eine Distanzscheibe auf die Bremsscheibe, das heißt rotierende Masse, sondern wir machen die Art Distanzscheibe hier zwischen. Sehr gut. Geht nur in einem gewissen Bereich, weil man hier in der Mitte noch eine kleine Zentrierung hat. Mhm. Das heißt, wenn wir über dieses Maß hinauskommen, muss die Scheibe, die dazwischen kommt, wieder quasi einen Zapfen haben, dass das Ganze in der Achse wieder zentriert ist. Und es darf ja auch nicht so viel sein wegen den Schrauben dann, ne? Genau, irgendwann sind die zu kurz, die sind erstaunlich lang hier. Also, wenn man hier mal guckt, da hat man locker doppelte Mutterlänge. Also ich sag mal, so 5 mm kriegen wir hier auf jeden Fall ohne Probleme zwischen. Es ist jetzt natürlich so, ja, wir müssen jetzt halt wirklich mit diesen Platten das Rad genauso stellen, wie wir es haben wollen. Mhm. Das heißt, ein Atömchen mehr Sturz. Jetzt nicht so viel wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal haben wir ungefähr 1,5 Grad reingemacht. Mhm. Ich würde mal tippen, so 0,5 Grad mehr Sturz und ein bisschen die Spur auf. Das ist der Traum für die Hinterachse. Das ist der Plan hierfür. So, jetzt gucken wir mal weiter. Kannst du dich daran erinnern, wie ich das Wort Xenon ausgesprochen hatte? Ich glaube, der beliebteste Kommentar war ja Xenon. Ich sage immer Xenon, aber ich finde, dass selbst Xenon sich eigentlich so anhört, wie man es Xenon. Schreibt.
Würdest du es auch so sprechen, ne? Xenon. Oder würdest du Xenon sagen? Nee. Xenon. Ja. Genau. Aber ich glaube, war beliebtes Kommentar. So, also wir gucken uns nochmal das Xenon an. Ganz viele haben ja gesagt, boah, das ist ja Gewicht und so weiter. Jetzt gucken wir uns mal an, wie viel Gewicht das ist. Hast du das, einen Kommentar hatte ich gelesen mit der Regulierung. Ja, du brauchst natürlich für einen TÜV brauchst du immer eine automatische Leuchtweitenregulierung. Mhm. Das heißt, du hast zwei Sensoren, vorne, hinten und ein Steuergerät. Und wenn das Auto hinten beladen ist, gehen die Scheinwerfer dementsprechend, würden ja so den gegnerischen Verkehr blenden, wieder runter. Mhm, okay. Der hat schon Stellmotoren dran, allerdings nur manuell im Tacho. Ah, okay. So, das heißt, ein paar Kabel liegen dafür schon. Man muss nur im Innenraum, da gibt es sogar Nachrüststeuergeräte für. Müssen wir da mal gucken, wie wir das machen. Aber das ist definitiv Pflicht. Das ist Pflicht. So, jetzt nehmen wir die ollen Dinger hin. Kilo. Ein Kilo pro Scheinwerfer. Und das nur für Optik und ein bisschen Licht. Ja, sehe ich aber ähnlich wie bei der Zelle. Zelle, jetzt bin ich so auf Xenon. Wie bei der Zelle. Ja, also jeder, der mal ein neues Auto mit vernünftigen Xenon gefahren ist, will sich in solche Scheinwerfer nicht mal reinsetzen. Ne? Wir sind vom Bilzerberg im Dunkeln zurückgefahren und es ist einfach auch Sicherheit. Ne? Natürlich fährt man normalerweise mit solchen Autos im Hellen. Vielleicht kommt aber irgendwann mal irgendein Event, eine Nachtfahren, wie auch immer dazu und zack, stehst du da und siehst nichts. Ne? So ein Bergrennen, da hätte ich ja mal Bock drauf mit dem Ding. So, deswegen ist es mir definitiv, weil ich bin absoluter Xenon-Fan, ist es die 2 Kilo definitiv wert. Okay. So, das ist einfach so, sieht es gleich ganz anders aus von vorne und es ist ja schon so, dass wir unsere Autos immer so bauen, dass sie optisch noch geil aussehen. Und deswegen, lange Rede, das kommt da auf jeden Fall ran. So, ich habe in der Zwischenzeit schon mal hier alles abgebaut. Du musst auf jeden Fall mal die Stoßstange zeigen, weil der Unterschied ist wirklich krass. Ja, ist ja eigentlich nur ein Kleinteil hier. Chrom, hier in schwarz, hatten wir im letzten Video noch drüber gesprochen. Ja, aber das macht gleich, weil alles andere auch so halt schwarz ist, ne? Sieht irgendwie gleich cooler aus, ne? Ja. So, jetzt eigentlich der Hauptteil von diesem Video. Also erstmal, die gute Nachricht ist, ich habe so viel gefunden, was ich an dem Auto gerne noch umbauen würde. Da gehen auf jeden Fall noch Kilos raus. Das definitiv. Also ich bin mittlerweile, denke ich, dass das Auto fahrfertig am Ende mit Zelle und so, ich denke mal so in Richtung, boah, so 950 Kilo, vielleicht 900. Krass. Glaube ich schon. Was hat er jetzt? 1000 ungefähr. Okay. Jetzt im Schluss waren wir so knapp unter 1000. Das heißt, wenn die Zelle zwischen 40 und 50 wiegt, vielleicht sogar Richtung 60. Genau. Ja, 60 in dem kleinen Auto nicht. Aber ein bisschen, guck mal alleine sowas hier, ne? Guck mal, was das für eine Matte ist hier. Na gut, ja. Und jetzt sind ja einige beim Limo-Video ausgerastet, dass ich da so eine Matte reinmachen will, ne? Mhm. Hier ist es wieder was anderes, weil selbst wenn der Motor 300 PS hat, ist der nicht im Ansatz so empfindlich wie der Limo-Motor. So, das heißt, selbst wenn man hier so ein paar Geräusche vom Motor mal hört und so weiter, ist das nicht so schlimm. Plus, was bei dem Motor extrem cool ist, jegliche Wärme ist eigentlich vorne. Ja. Turbolader sind vorne, Turbolader und nicht hinten. Das heißt, das wird gar nicht so warm hier. Das heißt nämlich auch, der Auspuff geht unten runter. Das heißt, das ist so eine typische Sache, da kann auch richtig was raus. Guck dir mal dieses Batterieblech an, was so aussieht, als wenn schon 3 Jahre in der Ostsee lag. Das sind bestimmt 2 Kilo für Batterie und Steuergerät hier. Mhm. Ach, braucht man niemals. Das kann man auch einfach mit einem kleinen gedruckten oder mit einem Aluhalter machen und fertig. Also da geht schon noch so viel mit wenig Aufwand und wenig Geld, wo man auf jeden Fall was holen kann. So, heute beschäftigen wir uns mit diesem Mini-Gerät hier. Unser originaler Turbolader. Wir bauen den ab, bauen den neuen drauf und ich erkläre euch mal so ein bisschen was zum Thema Turbolader. Erstmal seht ihr hier jetzt schön, ich habe in meinem Leben noch nie so einfach eine Ansaugung gebaut. Es ist wirklich nur ein Silikonschlauch von uns. Ein Endstück mit Wulst, ein gerades Stück, ein Bogen, ein Bogen, ein Bogen. Alles Standard, also ich musste nichts sägen, habe es wirklich einfach nur im Standardradius aneinander geschweißt, fertig. Also das war wirklich ein Witz. Und dazu kommt, geht natürlich bei dem Auto nur so einfach, der hat kein Luftmassenmesser. Okay. Das heißt, den kann man einfach
einfach anmachen. Jetzt viele fragen sich Luftmassenmesser, was heißt das? Luftmassenmesser sitzt hinter dem Luftfilter und wie der Name sagt, misst es die Luftmasse. Es gibt ein Luftmengenmesser und ein Luftmassenmesser. Mhm. Luftmengenmesser misst das Volumen der Luft. Jetzt ist aber für das Motorsteuergerät eigentlich entscheidend nur die Menge an Sauerstoff in der Luft und die variiert ja immer nach Temperatur. Ja, stimmt. So, kalte Temperatur hat man bei gleicher Luftmenge mehr Sauerstoff, warme Luft weniger. Das heißt, der bessere Step, der neu modernere Step ist dann der Luftmassenmesser, der wirklich ganz genau sagt, wir haben jetzt so und so viel Gramm Sauerstoff im Motor drin. Und dann kann er so und so viel Benzin dann dazu haben. Genau, so sieht's aus. Siehst du, du lernst auch hier über Jahre noch was. Und wenn das so ist, kann man kein offenes Pop-Off verbauen, was in dem Fall jetzt einfach nämlich hier ist. Das ist das Pop-Off. Wenn Drosselklappe zugeht, geht das Ding auf und die Luft zischt einfach raus. Hätten wir jetzt einen Motor mit Luftmassenmesser, hätte der ja diese Luft schon erfasst beim Ansaugen und sie wäre dann weg, würde aber trotzdem mit Sprit einspritzen, weil er rechnet ja nicht damit, dass die Luft raus kann. Stimmt, und wird dann zu fett. So, dieser Motor arbeitet komplett nur mit zwei Drucksensoren. Das heißt, er hat quasi einmal Druck vor und hinter der Drosselklappe und erkennt dadurch ganz genau die ich sag jetzt mal, Luftmasse bzw. Lastzustände. Also er rechnet dann einfach aus Drehzahl und Druck bzw. Unterdruck die Luft, die ungefähr reingeht und den Rest macht die Lambda-Regelung. Das heißt, hier kann man einfach alles raus, Ansaugung rein, fertig. So, hier seht ihr nochmal die wunderschöne Downpipe von Benny. Schade um diese Pipe mit dem Cut. Da sieht man jetzt mal wieder, wie krass diese Thermoisolierung funktioniert. Hier ist ja wirklich ein Cut drunter. Wir haben das Ding ja schon ordentlich auf dem Flugplatz da bewegt. Ne? Sieht aus wie neu. So, und jetzt sieht man hier, wie am Flansch selber, sieht man ja, wie es schon bräunlich geworden ist. Mhm. So, hier sieht man auch, dass die Temperatur minimal sich verändert hat, aber wirklich nicht viel. Da sieht man halt wirklich mal, wie viel Wärme, obwohl der Cut garantiert 1000 Grad hier drin hat. 1000 vielleicht nicht, aber in dem Fall bestimmt 800-900. Wie gut das funktioniert. So. Das heißt, wir bauen jetzt als erstes die Downpipe ab. Anschließend Ansaugung. Der hier ist halt süß. Anschließend Ansaugung. Übrigens ein Trick von mir. Ich habe mir angewöhnt, Lambda-Sonden niemals richtig, richtig festziehen. Dann kriegt man sich nie wieder ab. Mhm. Und irgendwie funktioniert es bei mir, dass ich die Sonden, bevor ich sie losschraube, immer einmal wieder festziehe. Ich ziehe ja einmal leicht noch fester und dann erst los. Und seitdem... Was ja wegfallen würde, wenn du es vorher richtig festgezogen hast. Ja, also, weiß ich nicht, irgendwie klappt das. Habe ich mir irgendwann mal angewöhnt und seitdem funktioniert das. Ja, dann nehmen wir den Turbolader raus. Und dann hoffen wir, dass unser neuer Upgrade-Turbolader, auf den wir dann auch noch mal ein bisschen eingehen, so passt, wie er soll. Was würde der Motor ohne Upgrade, also jetzt, wenn man nur den Turbo draufstecken würde, was könnte der eigentlich so ab? Weiß man das? Alle sagen eigentlich, dass er schon kaputt sein müsste. Ach so, ja. Wie bei mir. Kann ich aber nicht verstehen, glaube ich auch nicht. Weil das ist jetzt ja schon noch ein relativ großer Motor. Es gibt ja auch so kleine Vierzylinder, die so richtig, richtig klein sind. Ich finde, der hier ist eigentlich verhältnismäßig groß noch. Es wird halt irgendwann einfach mal ein Pleuel rausgucken. Ne? Mhm. Irgendwann guckt einfach mal ein Pleuel raus. Und das ist dann halt der Moment, wo es zu spät ist. So, aber in Bezug darauf, dass dieser Motor jetzt bei meiner Fahrweise noch mal ein paar tausend Kilometer gehalten hat. Ein paar tausend waren es nicht, aber er hat auf jeden Fall schon genug Rennstrecke noch mal bekommen. Ja. Und hatte schon 160 runter. Ist das auf jeden Fall ein Zeichen, dass die Motoren was können. Mhm. Wenn sie das richtige Öl drin haben und so weiter. Zack. So. Das ist auf jeden Fall schon mal süß. Du kannst ja einmal schon mal spaßeshalber hier reinfilmen. Man kann es eigentlich noch nicht mal Turbolader nennen. Siehst du das, wie heftig mini das ist? Mhm. Das ist halt wirklich schon. Also da kann man halt wirklich zu sagen, das ist klein. Das ist wirklich, dass da überhaupt 200 PS rauskommt, ist schon eigentlich ein Wunder.
finde ich. So, hier kann ich noch mal einmal erklären. Dafür nehmen wir mal den hier. Thema Ladedruckregelung. Diese Druckdose geht direkt hier von dem Verdichtergehäuse. Ist ein Schlauch, weil logischerweise Verdichterausgang immer der Druck da ist, um das zu steuern. Deswegen nimmt man den Druck im Toro-Lader ab, weil er da definitiv, also ich formuliere es mal so, die Zustände, wo man den Turbolader regeln will, weil er vielleicht sonst überdrehen würde, ist natürlich hier der Druck am höchsten. Je mehr Druck, je besser kann man regeln. Mhm. Deswegen nimmt man den Druck direkt am Turbolader ab. Manche machen es an der Ansaugbrücke oder in dem Druckrohr und das ist immer schlecht, weil hier ist definitiv der Druck in dem Moment am höchsten. So, dann sitzt hier einfach nur dieses Ladedruckregelventil zwischen. Das ist eine Spule mit einer Feder, die eine gewisse Frequenz, also eine gewisse Schwingung hat und somit diese Dose antaktet. Das heißt, eigentlich geht diese Dose die ganze Zeit ganz schnell auf und zu. Mhm. In Summe geht sie aber so schnell auf und zu, dass sie dann halt dementsprechend 10%, 20%, 30%, 50% offen ist. Das geht dann in so einen schwebenden Zustand über. Mhm. So, das heißt, wenn dieses Ventil als Beispiel 100% aufsagt, geht die Dose bis an Anschlag auf und die Abgase gehen in dem Abgasgehäuse nicht durch die Turbine und treiben die Welle an, sondern über einen Kanal direkt in die Downpipe. Das heißt, wenn man von Dosendruck spricht, dann ist das der Druck, der einfach nur im System ist, ohne zusätzliche Ladeluft. Nee, wenn wir von Dosendruck sprechen, heißt das, dass hier zwischen keine Regelung stattfindet. Das heißt, der Turbolader baut Druck auf, baut Druck auf, baut Druck auf und dieser Druck geht 1:1 von hier in die Dose. Ach so, okay. So, in dieser Dose ist eine Feder, die ist vorgespannt. Das heißt, man braucht einen gewissen Druck, damit die Feder überhaupt erst aufgeht. Mhm. So, das ist wie eine Radschraube, die festgezogen ist. Die kannst du ja auch nicht sofort losdrehen, sondern du brauchst ein gewisses Drehmoment, damit sie losgeht. Mhm. So ist das in der Feder da ungefähr auch drin. Und das ist der sogenannte Dosendruck. Das heißt, wenn diese Feder 0,5 Bar vorgespannt ist, 0,5 Bar ist eigentlich nur eine Umrechnung in Newton, in dem Moment, wenn es eine 0,5er Feder ist, ist Dosendruck gleich, hier haben wir 0,5 Bar, das heißt, die 0,5 Bar gehen in die Dose, das heißt, die Dose geht auf. In dem Moment wird der Turbolader geregelt, er regelt sich selbst ein, weil wenn er mehr Druck machen würde, schiebt man mehr Druck in die Dose, das heißt, die Dose geht weiter auf, das heißt, der Druck geht wieder runter. Mhm. Und so regelt er sich dann genau auf den Dosendruck hier drin ein. Okay. So, wenn die Dose aufgeht, normalerweise kommen die Abgase hier aus dem Krümmer, wenn die Dose aufgeht, geht sie nicht hier hinten durch das hintere Loch, durch das rechte, sondern geht hier links, biegt einmal ab, weil da ist eine Klappe, und kommt da dann raus an der Turbine vorbei. Mhm. Das heißt 50%, 30%, 70%, keine Ahnung, bei Limo 0% der Abgase gehen da durch und durch die Turbine. Okay. So, bei Limo war immer zu, bin immer 100% gefahren. Mhm. Das heißt, jegliche Abgase mussten immer durch die Turbine durch. So. Das ist schon mal ein Punkt. Oh, guck, siehst du, und hier geht es nämlich schon los. Das ist halt nämlich immer typisch. Das ist halt hier schon alles so alt, dass man da jetzt überall mal genauer hingucken muss, weil das natürlich alles porös wird. Jetzt ist nämlich das Problem, wenn diese Schläuche irgendwann undicht werden, dann kann er logischerweise auch die Dose nicht mehr vernünftig regeln, weil die Luft von hier gar nicht mehr da ankommt, sondern weggeht. Mhm, ja, stimmt. So, und das ist bei ganz vielen Motoren, die älter werden, dass diese Schläuche, weil hier zum Beispiel, mich würde es wundern, wenn das Original ist. Guck mal, das ist ein Schlauch, der hat gar keine Versteifung drin. Der hat gar keine Lage, der hat gar keine Baumwolleinlage drin, die den Schlauch zusammenhält, sondern das ist nur Gummi. Mhm. Original fährt das Ding 0,5 Bar, da ist halt auch nichts los, ne? Aber so. So. Und jetzt schrauben wir als erstes schnell die Downpipe ab, würde ich vorschlagen. Das heißt, wir haben hier 13. So, jetzt habe ich wieder mein Lieblingswerkzeug aus der Garage mitgebracht. Da habe ich ja schon so oft von geschwärmt, das sind diese Sonic-Nüsse. Mit Gelenk dran. So, hierfür sind sie jetzt zu kurz. Aber ich weiß, wir werden noch ein paar Schrauben später haben, wo man mit denen perfekt draufkommt. Siehst du, selbst hier würde man noch fast. Na, bei der kommt man sonst nicht drauf. So, ich würde sagen, wir schrauben mal kurz Downpipe ab und ein bisschen drumherum ab und dann melden wir uns wieder zurück. So, Turbolader ist ab. Ging eigentlich erstaunlich gut, muss ich wirklich sagen. Also da habe ich schon schlimmere Sachen abgebaut.
was halt heftig ist. Also wir haben den mal direkt auseinandergebaut, um zu gucken, wie er so vom Zustand ist. Das ist die Abgasturbine. Und wenn ich das so sehe, da ist es für mich ein Wunder, dass das Ding überhaupt 200 PS geschafft hat. Ne? Das ist echt süß. Weil guck mal, wenn man das vergleicht mit den Ladern, die wir sonst so gewohnt sind, ne? Mhm. Das ist ja nicht ein bisschen Unterschied, sondern das ist ja wirklich, das kannst du so durchschmeißen, übertrieben gesagt. Ne? Und jetzt kommt ja auch noch dazu, jetzt könnte man sagen, ja, haha, das Ding läuft als Sauger schon so gut, dass der den Turbolader gar nicht braucht. Wenn das Ding in Notlauf gegangen ist und nur noch 0,3 bar gemacht hat oder so, dann denkst du, das Ding hat 80 PS. So, also der Motor ist eigentlich extrem schwach als Sauger. Ne? So, das ist schon, boah, das ist schon krass. So, wenn man sich jetzt dagegen unser neues TTE-Gerät anguckt, ne? Schon ein Unterschied, ne? Mhm. So, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Chris und Philipp, dass ihr mir wieder auf die Schnelle hier so einen Lader gebaut habt. War eh immer ein Projekt, weil ich glaube, der Markt ist recht groß für die Dinger, aber jetzt war der Zeitpunkt, wo man es halt einfach machen musste. So, wir haben hier eine Turbine, die hat im Auslass ungefähr 29 mm. Das ist halt wirklich Daumen, ne? So, okay, das können wir jetzt hier schlecht messen. Ich habe jetzt auch keine Lust, das zu zerlegen. Hier haben wir ungefähr 40. Mhm. 10 mm mehr. Krass. Das ist schon krass. Plus, wir haben halt hier diese extrem offene Turbine. Die ist extrem offen gestaltet, das heißt, da geht noch mal mehr durch. So, Verdichterseite ist mindestens genauso krass. Sieht man so schon, wenn man die Gehäuse nebeneinander, film mal so von oben plan drauf, dann sieht man alleine schon, wie die Gehäuse größer und kleiner sind. Liegt daran, das ist der originale IAI-Lader, 135, 160 PS Basis. Das ist die Garrett Basis, auch original Fiat, mit 180 PS. So, jetzt gucken wir mal erstmal, was der Einlass sagt. 52, das ist schon mal gleich. Das heißt, ich muss an der Ansaugung rein gar nichts ändern. Jetzt haben wir hier einen Verdichter drin, der ungefähr einen Einlass von 45 mm hat. Und hier haben wir ungefähr 29 mm. Passt auf jeden Fall. 29 rein, 29 raus. 29 zu 45. Jetzt kommt eine Faustformel unter Tunern. Jetzt nicht steinigen. Man kann ungefähr sagen, 1 mm mehr Einlass in CPS. Okay. Das heißt, 29 zu 45, habe ich gesagt, ne? Mhm. Sind 16 mm, sind 160 PS mehr. Faustformel. So, Ziel war es, ich habe TTE gesagt, was bauen wir, damit das Ding 300 PS Plug and Play kann. Dann war eh gleich klar, wir brauchen die größere Garrett-Version, alleine weil die Gehäuse größer sind. Mhm. Jetzt ist das Problem, wir brauchten eine Mittelgruppe, wo wir wissen, dass die wirklich vollgasfest ist, weil das Ding bekommt halt nur Vollgas. Und deswegen hat TTE dann in diesen Lader eine andere Mittelgruppe eingebaut, die ähnlich ist, wo sie sich aber 100% sicher sind, dass Lagerung, gerade die Axiallagerung, weil die halt schon unter Dauerlast recht schnell verschleißt, passt. Turbine passt, Verdichter passt und so weiter. So, und das ist jetzt nämlich auch das Problem. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das so nebeneinander ist. So, wenn wir den jetzt so hier hinhalten, sieht man, warte mal, ich muss es mal einmal umdrehen. Da sieht man mehr. Unser Anschraubpunkt ist ja der gleiche. So, jetzt sehen wir zwei Punktsachen. Einmal, leider ist die Downpipe kürzer. Das heißt, wir können auch keinen Adapter dazwischen machen, weil die Downpipe kürzer wird. Das heißt, Benny muss leider hierfür, ja, ich denke mal nicht, dass wir die alte anpassen, sondern ich denke mal, er wird eine neue auch für diesen Lader bauen, weil das passt später Plug and Play dann auch bei den 180 PS Versionen. Da wollte er eh eine leere für bauen. Mhm. Und zusätzlich sieht man, dass wir minimal den Druckschlauch verschieben. Ungefähr 5 bis 6 mm sind das. Als auch, dass der Einlass kürzer wird. Mhm. So, und leitungsmäßig sieht man auch, wie es einfach einen Tucken weiter nach hier baut. Jetzt muss man, wie gesagt, auch immer noch dazu sagen, das liegt jetzt nicht unbedingt nur an der anderen Mittelgruppe, sondern man sieht ja, dass die Anbindung der Mittelgruppe gleich weiter weg ist. Das liegt einfach an dem Garrett-Gehäuse. Mhm. So,
aber das Gerät. Ich habe im letzten Video gesagt, Martin muss hier noch einmal thermoisolieren. Martin muss leider kurz warten, weil ich würde natürlich liebend gerne einen anderen Krümmer verbauen. Hier gibt es von HRE, deutscher Hersteller, gibt es einen Gusskrümmer, der richtig, richtig gut funktionieren soll. Ist leider erst Ende Februar lieferbar. Verdammt. So, macht aber nichts, weil wir wollen jetzt erstmal Downpipe und so weiter bauen. Das heißt, wir können den erstmal draufstecken und zur Not dann halt dementsprechend nochmal, wird das Ganze halt nochmal angepasst. So, jetzt sehen wir das erste, okay, das kann aber auch einfach nur verbogen sein. Das ist schon mal das, das ist schon blech. Zack. Sitzt, passt, wackelt in der Luft. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal sportlicher aus. Männlicher aus. Okay, was stellen wir fest? So. Das wird so schon mal nix. Ölrücklauf, also das Öl geht in den Turbolader rein, läuft dann hier wieder zurück. Der ist zu kurz so. Jetzt kann man hier entweder einen Spacer zwischen machen. Mache ich aber nicht. Wir schneiden den hier einfach sauber einmal ab. Machen einfach nur ein kleines Röhrchen zwischen. Ganz wichtig, wenn ihr den Turbolader tauscht, müsst ihr niemals alte Leitungen wieder anbauen. Perfektes Beispiel hier. Das ist der Ölzulauf. Das heißt, das Öl, was aus dem Motor kommt, geht hier durch in den Motor rein. Siehst du, was hier für eine Picke drin ist? Kriegst du das ja so? Ich hole mal die Schraube dazu. Ich war gerade erschrocken. Hier. Das ist die Schraube dazu. Guck. Und das ist nämlich diese typische Ölverkorkung in den Zulaufleitungen, die dafür sorgt, dass ein Lader am Ende kein Öl mehr kriegt. Und zack, ist Lader kaputt. Weil er kriegt kein Öl mehr, wird nicht mehr geschmiert, wird heiß, fängt an zu fressen, bumm, Feierabend. Das heißt, diese Leitung muss ich auf jeden Fall reinigen. Ehrlich gesagt, würde ich sie, glaube ich, lieber erneuern. Würde ich auch machen, wenn man schon mal das Ding aufmacht. Weil man kann ja nicht reingucken. Ne? Klar, können wir das Ding jetzt ins Ultraschallbad legen und so weiter. Aber man wird niemals so perfekt hinkommen, wie man es will. So, jetzt müssen wir es eh noch einmal abnehmen, weil die muss nämlich da durch. So, jetzt gucken wir mal einmal. Das ist Leitung Nummer 1. Das hier ist Wasser. Okay, Wasser ist eine ganz einfache Nummer. Vorteil an diesen Gehäusen ist, die haben zwei Wasseranschlüsse, oben und unten. Können wir perfekt den oberen nehmen, passt Plug and Play. Und der andere wird dann einfach mit dem Stopfen nur zugemacht, oder? Genau. Und auf der hinteren Seite, das ist leider nicht ganz so einfach, schade. kann ich ja nochmal abziehen. Wenn wir hier auch einen unteren gehabt hätten, würde die Leitung auch perfekt einfach anpassen. In dem Fall tut sie es aber nicht, weil auch hier müssten wir diese rangehen. Geht aber nicht. So. Ist aber auch kein Bauchschmerzen, weil hier E-Baustelle. Ihr erinnert euch, der alte saß weiter hier. Das heißt, das wird hier auch ein Problem sein. Jetzt muss man immer sagen, ich weiß jetzt leider nicht, wie das bei einem Fahrzeug ist, was serienmäßig 180 PS hat. Ich vermute mal, da sind ein paar Leitungen eh schon anders. Man sagt im Internet zwar immer, es passt Plug and Play, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das geändert wurde. So, das Gute ist, das hier ist auch ein Blechrohr. Das heißt, wir werden Folgendes machen, plus das sind alles so Leitungen, die sind leider so rostig, da hätte ich schon Bauchschmerzen, das alles so anzubauen. Nehmen wir den nochmal einmal ab, den Kollegen. Machen wir den hier so durch. So, was schon mal gut ist, die schwierigeren Leitungen, Ölzulauf, weil das ist eigentlich immer die wichtigste. Die sitzt wirklich hier. Die kriegen wir da so einfach drauf und fertig. Das ist schon mal gut. So. Hier einfach nur, ja, wobei ich würde einfach eine neue Leitung bauen, weil hier unten ist auch einfach ein Hohlschraubenanschluss. Wie ist das Ding hier eigentlich? Jetzt mal einmal abnehmen. Wie machst du das dann mit deinem Dash-System oder? Warte, ich schraub's mal einmal ab. Ich schraub's mal einmal ab, dann sehen wir mehr. Das hier ist jetzt übrigens ein typischer Hitzeschutz, wo man sich überlegen könnte, den wegzulassen. Weil ich glaube, dadurch, dass wir die Downpipe jetzt so thermoisoliert haben, kommt hier so wenig Hitze raus aus der Downpipe, dass das alles gar nicht mehr notwendig ist.
es schade ist, dass ich jetzt halt nicht, ich würde ihn so gerne anreißen mit dem Laden. Weil ich glaube, das ist jetzt auch endlich mal eine Ladergröße, die man dann auch mal so ein bisschen noch mehr hört. Würde ich, glaube ich, sonst eher sogar ein Blech biegen oder so. So, hier seht ihr jetzt Folgendes. Okay, der Anschluss, krass, das ist so ein doppelter, das ist Ölrücklauf, geht sowohl hier rein als auch in die Ölwanne zurück. Normalerweise, ich kenne das nur so, dass der Ölrücklauf direkt in die Ölwanne zurückgeht. Das gucke ich mir mal genauer an. Vielleicht kann man das sogar lahmlegen hier und geht nur von der Ölwanne da rein. So, dann haben wir, hier ist übrigens ein kleiner Wärmetauscher. Das heißt, hier geht Wasser rein, das heißt, es ist der Ölkühler. So, das hier ist der Wasseranschluss. Und hier ist der Wasseranschluss. So, jetzt habe ich eine Idee. Bei einem Turbolader ist es egal, wie rum das Wasser durchgeht. Das heißt, wir können theoretisch auch die beiden Anschlüsse vertauschen. So, wir könnten jetzt mit dem hier... Als Beispiel, da einfach rangehen, so, zack, und diesen hier, der jetzt hier unten durchgeht, bauen wir so um, dass er da rangeht. Wird auf jeden Fall ein bisschen Arbeit ersparen. So, das hier müssen wir ja eh irgendwie umbauen. Wegen dem Anschluss. Jetzt kann man allerdings auch garantiert hier flach rausgehen. Also angenommen, wir würden mit dem Anschluss entweder so weiter rausgehen oder den ein bisschen neu anlöten, dass er so geht. Mhm. Dann wäre das auch kein Problem, weil dann können wir hier mit dem Schlauch einfach direkt weggehen. Ich finde das krass, dass das alles noch so gut rausgeht. Das sieht zwar alles immer rostig aus, aber ich habe noch nicht eine Schraube und gar nichts die fest war. So, okay. Das ist jetzt ja einfach gemacht. So. Das heißt, übertrieben gesagt, gehen wir dann nämlich einfach so weg. Mhm. Geraden an, also das sind wirklich auch hier so, das sind so Standardleitungen, wie du im Hydraulikzubehör einfach machen lassen kannst. Mhm. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach, ich mache es mir einfach, die Leitung lassen wir, wie er ist, geht hier so rüber. Finde ich eigentlich auch ganz cool, weil die dann so mehr oder weniger hier auf der kalten Seite lang geführt wird. Oder so geht auch. Warte mal. Nee. Jetzt kommt's. Du schließt einfach beide auf der Seite an. Genau. Also, ich halte noch einmal Rücksprache mit TTE. Wenn ich das jetzt gerade aber sehe, ist der Wassermantel hier drin getrennt. Das heißt, wenn wir hier anschließen, geht das Wasser wirklich komplett 180 Grad durch. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Mhm. Das heißt, wir würden den einen genau hier anschließen und diesen hier so einfach gerade ein Fitting, ein bisschen Silikon, ein bisschen Stahlflex. Hier flexen wir einfach ab und schweißen einfach neu drauf. Fertig. Könnte sogar mit dem einfach nur machen und die Schlaufe halt ein bisschen länger legen. Ne? Geht mit Sicherheit auch. Ja, okay. Cool. Sieht schon männlich aus. Definitiv. Die Leitung hier neu. Zulauf. Rücklauf. Kläre ich mal einmal ab. Beziehungsweise ich habe zum Glück ja noch den anderen Motor, der ist schon bei Subi. Da gucke ich mal rein, wie das hier drin aufgebaut ist. Weil irgendwas muss hier drin ja passieren. Vielleicht ist es eh besser, dass wir das hier lahmlegen und dann einfach eine Leitung bauen von hier in die Ölwanne rein. Das wäre, wenn es nach mir geht, das Liebste. Okay, ich würde sagen, wir haben wieder jede Menge Zeit voll. Ne? Mhm. Aber mal hier was geschafft. 1-2 Stunden ist der Lader hier dran. Dann können wir Downpipe bauen, dann wissen wir, das funktioniert alles. Dann geht es weiter mit Thema Elektrik, da tut sich nämlich auch was. Das heißt, wir können das Ganze auf dem Serienmotor testen. Und wenn dann soweit ist, dass wir sagen, so jetzt wird aufgedreht, dann stecken wir natürlich einen vernünftigen Motor an.
Ich würde sagen, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Upgrade an unserem Italiener.